Moin Moin und damit willkommen zu einer weiteren Zusammenfassung und zwar von Die Schlacht in den Wolken. Das ist das Abenteuer Nummer 4 aus dem Jahr des Feuers. Das ist dann auch der Abschluss für das erste Buch. Es würde dann weitergehen mit dem zweiten Buch aus der Asche. Ja, was ist passiert? Nachdem die Helden den Untergang von Werheim nicht verhindern konnten, sind sie zurück nach Gareth geflohen, um dort dann zu warten, was passieren mag. Sie sind sich sehr sicher, dass Galotta mit seiner schwebenden Festung auch noch in Richtung Gareth unterwegs ist, aber das wird dann die Zukunft zeigen. Die Helden haben dem neu gegründeten Rat der Helden Bericht erstattet, also einen Rat aus Bürgern der Stadt, die sich um Gareth verdient gemacht haben und dem dann Bericht erstattet. Sie haben herausgefunden, dass der Bürgermeister Carfink ein Verräter ist und dass er einen Brief, einen Zettel geschrieben hat, ein Übergabeangebot an Galotta, wenn er die Stadt verschont, und hat da dann versucht, einige Konditionen auszuhandeln, was natürlich nicht ganz im Interesse der Helden und auch der Stadt ist. Sie wollten sich nicht unterwerfen und haben daher Carfink festgenommen oder festnehmen lassen, haben also den Bürgermeister abgesetzt. Sie haben dann Prischer von Galischgürütz, die Vorsteherin der Grauen Magier, kennengelernt und konnten dann feststellen, dass im Verlaufe der Zeit die Märtyrer der Stadt, die vor 1000 Jahren damals sich für Gareth geopfert haben, auch wieder etabliert werden. Das war also eine Idee, die aus dem Rat der Helden kam, die in diesem Abenteuer noch gar nicht so sehr wichtig wird, aber im darauffolgenden dann umso wichtiger. Wir merken uns also diesen Fakt. Sie haben dann verschiedene Informationen zusammengetragen. Unter anderem ging es darum, wie man nicht nur Galotta aufhalten kann, wie man seine fliegende Festung und die ganzen Dämonen aus der Luft abwehren kann, sondern sie haben sich auch darum bemüht, wie man Rassasor, den schwarzen Drachen, aufhalten kann, der ja aktuell eine Allianz mit Galotta pflegt. Dazu wurden dann Artefakte zusammengetragen, wie der Stab des Vergessens, also ein bohrenheiliges Artefakt, was seit langem verloren galt und wo niemand genau wusste, wo sich dieser aufhielt. Sie haben dann herausgefunden, dass Koran Grasberger, ein Boron Geweihter, zumindest ein Totengräber, diesen dann verbuddelt hat und konnten den dann nach oben holen. Haben etwas über die Hexen gelernt und die dann angeworben, damit sie dann mit den Hexen in einem Luftkampf auch rechnen können. Sie haben sich um die Greifen des Praios bemüht, die dann eben auch hoffentlich helfen könnten. Und den riesigen Ogerlöffel reaktiviert. Ein Geschoss, was damals die Oger gebaut haben, als Galotta diese ungefähr vor 20, 30 Jahren gegen die Trollmauer geschickt hat. Also es wird sehr, sehr viel reaktiviert. Sie haben unter anderem auch ein Fluggefährt von Leonardo, also dem Mechanikus, wieder gefunden. Der hatte damals in Havena ja schon einige Erfindungen gemacht und auch das soll nun zum Einsatz kommen. Sie machen sich also bereit für einen riesigen Luftkampf und dann, nachdem sie viele Bruchlandungen gemacht haben, nachdem sie viele Rückschläge hatten, nachdem sie einige Informationen zusammengetragen haben, geht es nach wenigen Tagen los und der Himmel über Gareth bricht auf. Die Magier haben versucht, das Ganze dann noch zusammenzuhalten, die Sphären zusammenzukaffen, aber die Festung von Galotta ist dann aus dem Limbus aufgetaucht und zwar über die Dämonenbrache. Das weicht etwas von dem Plot ab, denn im Buch steht, dass die Festung ganz normal von Werheim nach Süden in Richtung Gareth fliegt. Das war bei mir in diesem Fall nicht so, sondern sie ist einfach aus dem Limbus aufgeploppt. Ja, es ging los. Ich habe mit Rassasor weniger gekämpft. Den lasse ich mir noch übrig für den dritten Teil, beziehungsweise für das dritte Buch. Daher habe ich einen weiteren Begleiter gewählt, und zwar Daimoroch, der auch sehr eng verwandt mit Phoboroch war, den wir ja schon in einer anderen Episode einmal getötet haben. In diesem Fall ging es also wieder einmal darum, wie kämpfe ich mit Drachen. Ein weiterer Lehrgang, diesmal dann auch mit einem Erheben in die Luft, mit Lanzenangriffen. Also es war schon sehr taktisch und man musste hier aufpassen, dass man nicht gefressen wird. Denn Daimoroch hat nicht wie sein Gegenpart Phoboroch die ganze Zeit auf dem Boden gekämpft, sondern hat sich teilweise auch in die Luft erhoben. Und auch hier werden sie feststellen, dass das noch einiges Kopfzerbrechen bereiten wird. Nachdem sie Daimoroch dann besiegt haben und Rassasor nicht wirklich geflohen ist, aber diesen Platz dann verlassen hat und Galotta verriet, sind sie gemeinsam mit den Hexen und ihren anderen Fluggefährten, teilweise mit einem fliegenden Teppich dann von einem Schwarzmagier,
nach oben geflogen, haben sich in Luft verwandelt und haben dort dann in der Schlacht in den Wolken gemeinsam mit Greifen und Hexen gekämpft, konnten dort dann einen Irrhalken besiegen und schlussendlich landen auf der Festung. Sie haben sich dann durch Kolakai gekämpft, also ein riesiger Dungeon, und dort dann auch nach und nach die einzelnen Organe ausgeschaltet, also die Blutbatterie, das Maschinenherz, und landeten dann letztendlich im Raum der Rache, wo sie dann ein Finale mit Galotta hatten. Im Buch wird vorgeschlagen, dass man mit dem Zwei-Komponenten-Gift arbeitet. Das habe ich nicht gemacht. Ich habe an dieser Stelle die Version gewählt aus dem Wolkenturm. Das ist ein ehemaliges Forum. Das gibt es mittlerweile nicht mehr. Hier wird vorgeschlagen, dass man Galotta so sehr überzeugt, dass er letztendlich seinen Pakt bricht und dann von Blackaratz in seiner Rache erwürgt wird. Also genau dieses Finale habe ich dann gewählt, weil ein sehr mächtiger und ein sehr intelligenter Magier wie Galotta nicht auf ein Zwei-Komponenten-Gift hereinfällt. Es gibt wenig Möglichkeiten, dass er dann dieses Gift aus einem Fläschchen dann zu sich nimmt, es trinkt, irgendwie inhaliert oder ingestiert. Das macht also gar keinen Sinn an dieser Stelle. Er hat an dieser Stelle auch nur etwas zu verlieren und nichts zu gewinnen, wenn er dieses Gift trinkt. Und daher habe ich dann vor allem auf die Persönlichkeit von Galotta angespielt. Die Helden mussten also während der Schlacht in den Wolken viel herausfinden, viel recherchieren über die Vergangenheit von Gaius Cordovan Eslam Galotta, haben also sein Leben etwas nachvollziehen können. Nicht nur sein Leben als Hofmagier oder auch damals noch in Elendwina, sondern eben auch der Fall in Richtung von Brabak, nachher Al-Anfa, Borbarat. All diese Dinge haben sie herausgefunden, haben sie im Finale angesprochen und dadurch konnten sie ihn wieder so ein bisschen zurückversetzen. Es erinnert ein bisschen auch an das Finale von Star Wars Episode 6, beziehungsweise der dritte Teil der ersten Trilogie. Und auch da hat ja Luke damals zu Darth Vader gesagt, dass er sich erinnern soll. Und genau diese Szenerie war es am Ende. Also die Helden haben dann mit viel Reden in einem Finale dann Galotta überzeugt und konnten dann dafür sorgen, dass nicht nur Galotta besiegt wurde, sondern auch, dass seine Festung Kolakai dadurch dann abgestürzt ist. Sie brach herunter auf Gareth, also ein riesiges schwarzes Metallstück, Steine, Öl, was dann zerbrochen ist in der Luft und dann langsam auf die Hauptstadt des Mittelreiches runtergebrochen ist. Die Helden konnten fliehen mit einigen Fluggefährten, einigen Gleitern, konnten dann Leonardo, den Mechanikus, retten und sind ohne den Splitter in Gareth gelandet. Und an dieser Stelle endet das Abenteuer auch. Nahtlos geht es dann weiter in dem nächsten Abenteuer, was ich euch dann allerdings in einem weiteren Video zusammenfasse. Wie gesagt, wir haben nicht das zweite Buch gespielt, Aus der Asche, sondern ich habe mit der Gareth-Box angeknüpft, ein Abenteuer aus der Gareth-Box, was dann ganz schön sich einbinden ließ. Und an dieser Stelle machen wir weiter. Wie gesagt, wir merken uns nochmal die 8 Märtyrer, die ich dann im nächsten Teil behandle, wenn wir das Abenteuer Goldener Schein zusammenfassen. Danke fürs Zusehen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao.